Ich glaube, so hat jede Generation ihre Aufgabe bei so einem Hof. Und nach uns werden andere kommen, die vielleicht Dinge auch anders machen. Mein Urgroßvater hatte die Aufgabe, eben einen neuen Hof zu bauen. Wir haben immer irgendwann festgestellt, dass der Weg in die eine Richtung uns leichter fiel als in die andere. Man versucht, eine kleine Spur zu hinterlassen, in der Hoffnung, dass das fortgeführt wird. Das Haus haben wir natürlich in unserer Familie seit fast 500 Jahren. Ich bin ja als Freundin aus dem Freundeskreis das erste Mal nach Drohndorf gekommen. Und man könnte sagen, es hat ein bisschen was von einer kleinen Burg, von einer kleinen Festung. Das finde ich schon toll. Und dann war für uns klar, jetzt ist das Jahr ran. Ja? Man nutzt es eben nicht nur als Wohnraum oder als Lebensraum, sondern nutzt es eben auch, um sich selbst und, ich sag mal, seine Familie in irgendeiner Art und Weise so ein bisschen zu versorgen. Aber es ist halt, ja, befriedigend, könnte man sagen. Wir wollen hier nicht nur wohnen, wir wollen was draus machen. Das soll irgendwie eine Funktion erfüllen. Es gibt sicherlich das Ideal, aus so einem Hof eine tolle Gastwirtschaft zu machen, ja, oder einen Veranstaltungsort. Aber die Wirklichkeit bedeutet eben auch, dass die Rahmenbedingungen stimmen müssen. Ich sage immer, der Hof steht hier, der sagt nichts. Oder man selber sagt sich das im Kopf drin, dass man irgendwas schaffen muss oder machen muss. Ganz wichtig, immer gucken, was ist schon geschafft, und Erfolge feiern, Erfolge teilen. Ja, auch wenn es kleine Erfolge sind, das ist wirklich ganz wichtig, dass man sich vor Augen hält, auch wenn die Dinger noch so klein sind oder auch das Geschaffte noch so klein ist, dass man genau sagt, das habe ich trotzdem geschafft. Der Hof ist einfach nur da, und der Hof ist auch da, wenn wir nicht mehr da sind. Er wird immer da sein. Aber man muss eben aufpassen, dass man sich selber diesem Druck nicht beugt, dass man sich nicht selber etwas hereininterpretiert, was man machen muss oder was man machen soll, sondern man muss das machen, was sich gut anfühlt und was für einen selber einen Sinn ergibt. Und wenn man das geschafft hat, dann ist man, glaube ich, auf einem Weg, wo man ruhig und schön damit arbeiten kann.